doch wirklich, wie du schreibst, in der sich für dich nur noch das Böse vereint. Nur weil dein Weltbild anders ist und du etwas nicht verstehst, hast du noch lange kein Recht, dass eine Hexenjagd beginnt. All deine Lügen und die Oberflächlichkeit hast dir bewusst gefällt für gezielte Aufmerksamkeit. Denn du hebst dich empor, stehst über allem, was es gibt. Warum schreibst du so, dass man die Wahrheit übersieht? Erinnere dich, wie es früher einmal war, worin dein Grund lag zu schreiben, das war dir einmal ganz klar. Hast deine Begabung geehrt und dein Wort hatte Wert, um die Welt zu verbessern und sie nicht zu zerstören. Erinnere dich, es gab schon einmal die Zeit. Was du tust, wenn du Menschen verachtest und mit Worten verfluchst, einfach Dinge in die Welt setzt und an den Pranger stellst, nur Ideologien verfolgst für deine schöne, heile Welt. Hast du noch immer nichts gelernt von dem, was war? Was passiert, wenn man Menschen verachtet und dann klagt? Sie selektiert und katalogisiert, nur weil sie anders sind, du weißt genau, was dann passiert. Denn irgendwann folgen andere deinem Sturm aus Unzufriedenheit und übersehen die eigene Schuld, wenn du etwas propagierst, auch wenn es nicht stimmt, du weißt genau, dass damit eine Hexenjagd beginnt. Erinnere dich, wie es früher einmal war, worin dein Grund lag zu schreiben, das war dir einmal ganz klar. Hast deine Begabung geehrt und dein Wort hatte Wert, um die Welt zu verbessern und sie nicht zu zerstören. Erinnere dich, du kennst mich nicht, hast mich noch nie gesehen. Vielleicht liest du meine Worte, wenn sie vor dir stehen. Denk einfach nach, bevor du schreibst und was du tust. Sei dir deiner Verantwortung als Mensch ganz klar bewusst. Und erinnere dich, es gab schon einmal die Zeit.